Moin Leute und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Diablo 2. So, da sind wir wieder. Schlüssel sind da drin. Einmal kurz orientieren und wir starten wieder. Wir starten wieder in die Ballruns. In der Hoffnung auf Tairashas Rüstung. Ich habe gar keine Battle Orders gemacht. Ist auch jetzt gerade schon mal wieder eine Weile her, als ich das letzte Mal gezockt habe. Ich versuche jetzt... ich will Battle Orders machen. Aber erstmal wieder an die Steuerung gewöhnen. Wenn man eine Weile nicht mehr dran war. Ja, jetzt läuft's. Ja, ich mache eine halbe Stunde wieder. Muss mich leider gezwungenermaßen wirklich daran halten, immer nur eine halbe Stunde zu machen. Weil ich muss ja jetzt zusehen, dass ich ein bisschen was vorproduziert kriege. Sonst haben wir Stillstand auf dem Kanal und das möchte ich auch nicht gerne. Haben. Weil, wie ich schon ein paar Mal gesagt habe, da wird jetzt demnächst, also es wird noch einen Monat dauern, aber man kann da nie früh genug damit anfangen. da wird es eine lange, lange Zeit geben, vielleicht, weiß nicht, vielleicht 2 Monate, in der ich nicht zocken kann. Es kommt natürlich darauf an, wie sich das Ganze entwickelt. Ich bin überladen. Kann natürlich früher sein, kann aber auch später sein. Aber ich rechne mal so mit ungefähr 2 Monaten, in denen ich nicht dazu kommen werde, irgendwie zu zocken. Und in der Zeit würde ich dann gerne, dass der Kanal weiterläuft. Ne, wie mache ich es zurzeit immer? Dienstag, Donnerstag, Samstag. 3 Folgen die Woche. 6, 12 Folgen im Monat. Nur 12 Folgen im Monat, krass. Würden dann 24 Folgen in 2 Monaten machen. So ungefähr rechne ich jetzt damit. Kälteimmun, Players 1 könnte man. Oh ja, komm. Den locke ich jetzt mal nicht raus. Was packt der Söldner? Was? Hat er sich teleportiert? Teleportation, tatsächlich. Bam, der ist down. So, erster Ballkill. Players 1, wir bleiben auf Players 1. Keine Ahnung, Schwarzhorns Gesicht oder so. Gesicht des Horrors, ja. Die habe ich schon. Boom, boom. Jo, netter Thron. So wollen wir es gerne haben. Mal gespannt, was diese Folge jetzt noch so droppen wird.
Ah, jetzt hat mich das Okku voll durcheinander gebracht. So. Die Viecher sind weg. Ja, auf Players 1 gibt es nicht viele Erfahrungspunkte. Ja, wir können Bar ja gern mal auf Players 3 machen. Players 3, so. Ah, gehofft, dass ich so ein paar Hydras vielleicht verhindern kann, aber... Da habe ich gerade die Players 3 wohl so ein bisschen unterschätzt. Ich bin überladen. So, letzten beiden Wellen. Ich spiele schon so lange auf Players 1, dass ich gar nicht mehr weiß, wie es auf dem höheren Schwierigkeitsgrad war. Wo ich ja sonst auch immer gerne auf Players 8 hier gespielt habe. Bam. Ah, kein Drop. Schade. Ja, den Hydra-Bogen, den hatte ich auf Players 1 gefunden, ne? Und dann dachte ich mir halt, komm, bleiben wir mal auf Players 1, gucken wir mal, ob wir da vielleicht sogar auf Players 1 an den guten Stuff herankommen. So, jetzt machen wir einmal Players 3 und danach gehe ich auch wieder auf Players 1 runter. Knochenhelm, Bänderrüstung. So, eine Tankretz. Und, Berserker? Ja. Tankretz und Berserker. Ich kann mal kurz gucken auf meine Liste hier. Set-Gegenstände. Nö. Nicht dabei. So. Players 1. So. So. Bei Run Nummer 3. Wie sieht der Thron aus? Hm. Sieht gut aus. Ah, da sind noch ein paar Todesfürsten. Grubenfürst. Da ist schon die erste Welle. Das verstehe ich manchmal nicht, ne? Das würde ich zu gern wissen, weil der manchmal so schnell die Wellen spawnt. Das passiert meistens, wenn man hier unten irgendwie ist und geht dann hoch. Wenn man das irgendwie aktiv ausnutzen könnte, um die Wellen schneller zu spawnen. Das wäre Hammer. Gravierte Plattenrüstung. Archonstab, Leute. Ein weißer Archonstab. Hätte Mang Songs Lektion werden können. Ah, das ging jetzt nicht. Das ging ganz gut.
10 Minuten haben wir schon. Panzerhandschuhe. Sigons. Achso. Der Archon-Stab, ja komm. Ja, weiß ich auch nicht. Verstehe ich nicht. Warum hebt der Antares schon wieder die Sigons-Handschuhe auf, nur um sie zu identifizieren und dann wieder wegzuschmeißen? Das macht er immer. Ja. Kann ich auch nicht erklären. Warum ich das mache. Kries und Kettenpanzer. Also, Kettenpanzer ist Katans. Und der Kries Yadel Tando. Jo. Ups. Battle Orders nicht vergessen. Weiß auch nicht, irgendwie habe ich das Gefühl, ich habe weniger Leben als sonst. Uiuiui, Puppen! Und die Kälte immun. Aber das sind nur die... Ich will jetzt erstmal nur gucken, dass die Puppen wegkommen. Wow! Hat mich da einer erwischt. Heil dich mal, Kollege. Da ist immer noch eine Puppe. Okay, ist weg. So. Hirschbogen, ja. Nächste Wellen. Zweite Welle. Ich habe damals im Battle.net habe ich immer Dual gezockt, ne? Ich habe immer Feuerwand und Blizzard. Geskillt. Im Battle.net war das auch kein Thema. Da kannst du ja auch nicht Players 8 oder so einstellen. Und hast da im Prinzip, wenn du alleine gezockt hast, halt sowieso nur auf Players 1 gefarmt. Und da hat der Schaden vollkommen ausgereicht, ne? Hier bin ich mir jetzt echt unsicher, ob ich es machen soll, weil mein Söldner, der schafft die ja, ne? Braucht zwar schon eine Weile, aber mit Feuerwand würde ich halt auch eine Weile brauchen. Der Blizzard-Schaden würde drastisch runtergehen, wenn ich auf Dual skillen würde. Kriegsbeil, Juni. Von daher weiß ich nicht, ob ich es machen soll. Kältetod, ja, den hab ich glaube ich schon. Ich werde demnächst auf jeden Fall umskillen, habe ich ja schon mal angeteasert. Durch Folge 148. Da habe ich euch ja gefragt, wo ich Tal Amor finden werde. Und der ein oder andere hatte da gemeint, Akt 5, Eldritch und Shank. Also die Chance ist sehr gering, aber das werde ich auf jeden Fall machen. Ich werde Eldritch und Shank dann farmen. Und das werde ich nicht mit Blizzard machen, ist klar. Ich habe 2 Tokens, ich werde dann einmal auf Blitzschlag gehen, werde dann ein paar Folgen mit Blitzschlag farmen. Unter anderem werde ich wahrscheinlich auch damit mal in Spit gehen, in die Grube in Akt 1. Und da mal schauen, wie es sich mit Blitzschlag farmen lässt. Ich habe zwar noch keine Infinity, aber naja. Uiuiui. Und ja, dann werden wir mal schauen, wie es bei Eldritch und Shank aussieht.
Dann farm ich ein paar Folgen mit Blitzschlag-Skillung und gehe dann mit meinem zweiten Token auch wieder zurück auf Blizzard, genau. Uiuiuiui. Die dunklen Fürsten dauern immer eine Weile. Die haben da wohl eine hohe Resistenz gegenüber physischen Schaden oder keine Ahnung. Weiß es nicht genau, jedenfalls dauern sie. Mit dem Söldner. Sind alle drei immun gegen Kälte. Eine Lumm. Eine Lum, aber generell HRs, ne? Könnten auch mal wieder droppen. Schon eine Weile her mit der Ohm. Mit der Bär. Und der Sur. Na, drei habe ich schon gefunden, ne? Die Ohm ist im CTA. Die Sur und die Bär, die warten noch auf Verwendung. Weiß auch gar nicht, was man mit einer Sur machen kann. Fällt mir nur Last Wish ein. Aber da fehlt noch ein bisschen. Und wozu brauche ich's? Ne? Last Wish ist Ja, Mal, Ja, Sur, Ja, Bär. Drei Ja-Rune und eine Bär-Rune drin. Glaube ich auch das teuerste Runenwort, was es gibt. So. Ja, gerade sind die Battle Orders zurückgegangen. So. Oh, Fanatismus. Ah, irgendwelche Drops, ein Riesenzauber. Ah. Kältetod kann auch weg. Ich dachte gerade, was ist das für ein Drop? Ah, sonst liegt hier nichts, ne? Ich bin überladen. So, Baal, was hast du für mich? Lackierte Plattenrüstung in grün. Hm? Vielleicht? Der ist heute echt nicht so spendabel, ne? Also gerade jetzt die letzten Runs. Warte mal. Weißt du was? Komm. Wir machen mal einen schnellen Enkin-Tunnels-Run zwischendurch. Haben wir schon lange nicht mehr gemacht. Na komm, erstmal Battle Orders. Darüber. Ach, da war doch einer, ne? Ja. Leichte Plattenrüstung, na gut. Ah, das war's, glaube ich, schon. Ne, da war doch keiner, oder? Ne. Dachte gerade, hier wäre einer. Nö, dann
Dann gehen wir nochmal kurz in die... Nee, falsch. In die Grube. Level 2. Weg. Ich will nicht weg. So, jetzt. Liegt hier irgendwas? Nee, ne? Haufenweise Gold. Eine Sollrune. Auch schon lange nicht mehr gesehen. So, ist hier drin nix. Auch nix. Na gut, komm, machen wir Ball weiter. Ach ja, Tal Amor, das wäre so schön. Da hätte ich auch ein bisschen Zauberrate mehr. Würde ich den nächsten Breakpoint erreichen. Würde ich natürlich auch sehr begrüßen. Farmt sich dann einfach besser. Nur jetzt möchte ich nicht auf Kosten von irgendwas anderem. Zum Beispiel auf Kosten von MF oder so jetzt auf die Zauberrate gehen. Ja, ich könnte mir jetzt irgendwie nochmal Mage Fists oder so anziehen. Man könnte so viel machen. Ich könnte mir auch zwei Nagelringe anziehen. 30, 60. Okay, ich habe jetzt keine zwei Nagel 30 Ringe, aber wenn ich sie hätte, hätte ich 60 MF über die Ringe und würde mir die 20 MF über die Handschuhe holen durch Mage Fists oder Tranguls. Ich bin überladen. Ja, aber hier sind halt auch noch Resis und so, Stärke, Widerstände, ne? Ja. Müsste man dann halt nochmal viel rumfuchsen. Dann hätte man wieder 10 MF mehr und hätte aber wieder Verzicht auf alles andere. So, hier ist nichts dabei. Oh. Dachte gerade, der Klon ist aufgetaucht. So, 24 Minuten. Würde ich sagen, letzter Ballrun und danach machen wir noch einen Fast Deer. Ich kann nicht noch mehr tragen. Zack, zack, zack. So, Lister. Doch. Ups. Ah.
Was hier denn jetzt passiert? Was ist das überhaupt? Ah. Darf ich das wieder schneiden? Keine Ahnung, wie ich das gemacht habe. Hauptsache, die Aufnahme läuft, ne? Das Wichtigste. So, letzter Balldrop. Langschwert, schon wieder das Ding. Höllenpest. Kriegsschwert. Berührung des Todes. Nix. Dann kommt jetzt noch der Dia Run. Ach, komm, hier. Da kann ich gerade mal nicht dran vorbeilaufen. Verzierte Plattenrüstung. Uiuiui. Ach, warum nicht? Wird mir eh weggeflucht. Was ich mich gerade frage, wenn diese Schreine, also wenn die Gegner die Schreine wegfluchen können, ne? Dann wird so ein Schrein auch einen Fluch wegmachen können wahrscheinlich, oder? Habe ich noch nie drauf geachtet. Kann ja immer nur einen Fluch zur Zeit drauf haben. So, hier liegt nichts Besonderes. Oh ja, die will ich auch haben. Sterben will ich eigentlich nicht. Mal ein Portal zur Sicherheit. Da ist der Zeiss down. Battle Orders. Zack. So, hier liegt nix. Hier liegt auch nix. Heilige Rüstung. Geil. Und Diablo gibt mir nix. So. Söldner? Da. Da ist er wieder. Dann holen wir nochmal kurz Tränke. Ja, Leute. Keinen neuen Gegenstand gefunden. Was haben wir in der... im Würfel? Haben wir hier nochmal einen Edelstein. Dann haben wir hier eine Lum. So.
Und eine soll. Wo ist sie? Da. Den Schlüssel lasse ich da mal drin. Guti, dann war's das für diese Folge und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Und tschüss.